Trommelwirbel für den zweiten Heimsieg. Als 96er-Fan musst du ja zu Hause leidensfähig sein. Hannover in Rot bisher mit 5 Heimspielniederlagen. Jetzt Marcelo, 5. Minute, 1:0 Hannover 96. Marcelo zwischen Bauer und Hübner. Der Sandwich-Sieger, perfekt getimter Kopfball, keine Chance für Özcan. Dann in der 11. Minute, Sobich gegen Matip, Karaman gegen Levels. Und da hinten, total frei zum 2:0, Leon Andreasen, der Däne, frei ohne Ende. Sensationell, 5 Meter nur vor dem Tor. Dann 24. Minute, nach Eckball für Ingolstadt lassen sich die Oberbayern total überrumpeln. Karaman, 3:0, Ingolstadt kassiert jetzt so viele Auswärtsgegentore wie bislang in der gesamten Saison. Özcan, 6,50 Meter vor dem Tor, durchpusten bei Hasenhüttl nach kräftigen Watschen. Dann 85. Minute, Benchop, aber Level stupst den Ball Richtung Uffe Beck und der macht das clever, 4:0. Erstes Pflichtspieltor des dreifachen dänischen Nationalspielers. Michael Fronzek und seine Jungs gewinnen also 4:0 gegen Ingolstadt nach zuletzt 2 Heimpleiten in Folge.